Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 24.09.2020. Und zum Mittwoch hat unser DAX hier an die Zunge rausgesteckt. Hat sich gesagt, hab euch nur verarscht. Das sieht auch in meinem Chart nicht gut aus. Also, das war einmal für die Tonne, könnte man so sagen. Erwartet war, dass er oben raus nochmal vielleicht noch zu Ende stänkert. Sich dann komplett wieder nach unten windet, weil das ja dieses typische Dienstagsmuster hoch und dann ganz lang runter. Einfach gefehlt hat. Wir haben es am Dienstag nicht gesehen, deswegen hatte ich gedacht, es kommt am Mittwoch. Letztendlich hat er genau das gemacht, was hier drin steht, aber von hier oben und da hat es technisch nicht reingepasst. Also auch das, was er hier oben abgearbeitet hat, das hat alles nicht gepasst. 8,45, die wäre schön gewesen. 8,70, das wäre schön gewesen. Da so halb im Nirgendwo. Man hat so ein bisschen gefühlt, hat man diese Stimmung kippen, das hat man oben richtig krass gemerkt, wie auf einen Schlag plötzlich alle so richtig frustriert waren, weil sie Shorts drin hatten. Also auch bei uns ist die Elisa Short drin gewesen. Die hat es oben rausgestoppt. Und er hat dann sogar ein Long-Signal gegeben. Da habe ich aber dann auch gesagt, also das passt mir da gerade nicht rein. Weil eben plötzlich alle so richtig so, oh Scheiße, und Short hat nicht geklappt. Was habe ich hier heute nur den ganzen Tag gemacht? Und ach, und vielleicht doch lieber Long suchen. Und da hat man dann schon geschrieben bei uns in den Mails, muss man ein bisschen aufpassen, jetzt nach unten. Er kann sich da schnell unten runterstellen, nochmal auf 7,75. Das hat er getan. Dann haben wir gesagt, zu so 7,50, das wäre jetzt nochmal so eine Richtmarke. Und wenn er dann drunter geht unter 7,50, dann wäre schon was im Busch. Und dann wäre er wahrscheinlich bei 6,95. Und wenn er da drunter geht, kann er innerhalb von 1, 2 Stundenkerzen die komplette Vortagesrange durchlaufen. So haben wir es geschrieben. Zumindest die, die bei uns eben die Mails noch bekommen, und zack, wusch, dumm war er durch halt. Ne? Also, das ist fies gewesen. Das hat er halt gemacht, um die Leute auszustoppen. Ne? Er hat sich hier ein bisschen frei gemacht, hat ein paar Shorts rausgenommen, einfach mal ein bisschen bereinigt den Markt. Das war sehr, 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 sehr markant. Da sind nur noch die drin geblieben, die halt wirklich einen großen Stopp hatten oder die halt tatsächlich auf das Niveau gewartet haben. Aber ich glaube, die meisten haben so in dem Bereich um hier 8,50, 8,70 gewartet. Da durften viele, viele Short Orders gelegen haben. Die hat er alle nicht mitgenommen. Und da hat er natürlich unten raus, hätte sich perfekten Druck aufgebaut. Wenn wir jetzt gucken, was er gemacht hat, ja, ist das ein Flaggenbruch letztendlich? Ist es ein Bruch der Erholung? Die Erholung wurde nach unten weggekippt. Das heißt, eine Trendfortsetzung stünde jetzt nichts im Weg. Auch einen neuen Tief stünde jetzt nichts im Weg. Deswegen würde ich jetzt hier in dem Sinne schon erstmal noch dem jetzt hier quasi Vorrang geben, dass er hier vielleicht nochmal ein neues Tief drunter setzen kann im Bereich um ja, 8,40, 12. Eigentlich möchte ich das so nicht zeichnen. Das gefällt mir nicht. Wir haben zum Donnerstag. Nee, wir müssen ein bisschen anders rangehen. Wir haben jetzt Donnerstag. Fällt mir so nicht. Wir haben Donnerstag und Donnerstage, die schwanken extremst krass oft zur Seite. Die schlagen sehr hoch aus in beide Richtungen. Das heißt, eigentlich muss man hier andersrum ansetzen. Eigentlich muss man sagen, also wenn er durchgeht, wenn er jetzt hier runterfällt unter 500, ist eigentlich ein Short-Signal. Das gibt durchaus Platz hier. Ich möchte es eher so rumzeichnen. Ich möchte Ihnen das sagen. Wir haben bei 440 eben so eine Marke. 450, 470, 470 eigentlich eher. Hier aber auf diesen alten Kanal drauf. Von dort können er sich hochdrehen. Aber das ist jetzt keine Marke, wo ich sage, da würde ich persönlich einen Long reinlegen. Da würde ich nur einen Long reinlegen, wenn er wirklich eine harte Stundenkerze grün auskommt. Also wenn er eine rote dahin flackt und er baut einen grünen drumherum, direkt hinterher, so ein starkes Auskommen, so ein deutliches Zurückstoßen hier aus dem Bereich, dann könnte ich mir vorstellen, einen Long zu platzieren, einen Long hoch hier in den Bereich rein. 27, 7, 37, das wäre nochmal möglich. Aber was auch schon klappen kann, ist der Bereich um 600 hier. Also die 600, 610, das ist, boah, das lässt sich echt schwer zeichnen hier. Das sieht alles nicht passend aus. Der Bereich um 610 ist Unterstützung. Ich kann es Ihnen hier nicht zeichnen, wir haben hier keine Unterstützung. Man kann es nicht zeichnen. Ich kann es Ihnen nur versuchen zu erklären, was ich vorhabe, was typisch für einen Donnerstag wäre. Es wäre typisch, dass er zum Beispiel nach oben rein startet, sich um die 6.10, 6.20 kümmert. 6.10, 6.20, 6.30. Das ist jetzt eine schöne Supportzone. Von dort kann er wieder nach unten und eine lange Welle schieben. Die lange Welle könnte dann durchaus schon unter ein neues Tief gehen, unter die 500 gehen. Wir können aber auch direkt, und ich würde fast denken, das wird eher relevant, mit dem Abwärtsgap reinstarten unter 500. Ich würde sogar sagen, das ist jetzt das wahrscheinlichste Szenario überhaupt.
Aber dazu braucht er auch erstmal das Abwärtsgap. Springt er dann hier drunter, geht es eigentlich so klick, 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 klack. Marke für Marke machen wir uns nach oben den Platz frei. Das geht bis 2,20, das geht letztendlich sogar bis 12.000 runter. Wir müssen hier die 12,20 mit reinnehmen. Die 2, 12, 2,20, das ist das letzte markante Tief. Das ist dann so eine interessante Zone. 270 bis 218. Da muss man ein bisschen aufpassen, da kann nämlich ein Doppelboden entstehen. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Chart so weit nach links komme. Da gucken Sie mal. Ja, perfekt. Die liegt jetzt perfekt auf der Linie. Da hat es unseren DAX das letzte Mal ordentlich nach oben gelegt. Wenn er das frei interpretiert, könnte er sich hier quasi den Aufwärtstrend, den Bruch und dann das Ziel im 218er Bereich ausdenken. Also die 218 auf jeden Fall eine super schöne Zone, in der man auf Umkehrsignale achten sollte, genau wie hier in dem Bereich. Das heißt, wir passen unsere Pfeilchen hier ein bisschen an. Risiko liegt aber klar auf der Unterseite. Gucken wir auch gleich in den Tageschart, da kommt es nämlich her. Das ist echt, also das sieht echt nicht gut aus, DAX. Das sieht echt ein bisschen aus wie Baum fällt. Ja, also das soweit. Unterseite. Ja, 3,70, 3,30, erste Station. Zwischen die 4,70 bis 4,40 aufpassen, aber ich denke fast, wir kommen da mit dem Gap rein. Dann wird das wie mit der 13,20, 13.000, erinnern Sie sich. Nochmal auch gesagt, hier unter wären Short-Signal, wir müssen bei 13,20, 13.000 aufpassen. Das war auch eine super Unterstützungszone. Das ist jetzt mit 4,40 ähnlich. Kommen lange grüne Kerzen rein, Stundenkerzen rein. Die vorherigen roten auch deutlich im alt aussehen lassen, also ne, wo man wirklich sieht, nee, da ist jetzt mehr Kaufinteresse da als vorher Verkaufsinteresse war, müssen Sie zum Donnerstag aber sehr flexibel sein. Denn Donnerstage im DAX sind ganz besonders dafür bekannt, dass sie in beide Richtungen ausschlagen können. Und das ist auch richtig heftig und meist auch an den gleichen Tagen. Und völlig egal, ob der Trend aufwärts oder abwärts ist, das so ein häufiges Bild am Donnerstag, da muss man auf der Hut sein. Man muss einfach auf der Hut sein am Donnerstag, wenn da richtig Pfeffer auf den grünen Stundenkerzen reinkommt. Solange der Rot nach unten spuckt, lassen Sie ihn spucken, gehen Sie im Zweifel halt einfach ein bisschen mit. Risiko liegt in meinen Augen hier doch eher auf der Unterseite. Für oben würde ich sagen, brauchen wir jetzt und da aber trotzdem ein bisschen aufpassen. Sie kennen das aus meinen Analysen. Auch wenn es sicher scheint oder wenn manche Analysen etwas besser, wie soll ich sagen, wir haben jetzt eine starke Wahrscheinlichkeit auf der Unterseite, deswegen liegt genau jetzt das Überraschungsmoment auf der Oberseite. Nämlich, wenn der Markt, wenn jetzt alle davon überzeugt sind, dass der meilenweit fällt und er fängt an zu steigen und da ballern alle Short gegen, was meinen Sie, was da abgeht? Da rennt der den ganzen Tag nach oben durch. Und auf sowas muss man sich gefasst machen, in dem Moment, wo er keine Schwäche zeigt. Ne? Wenn der Schwäche zeigt, und das ist das, was wir jetzt im Update letztendlich auch über den Tag, was wir an die Leute verteilen, dass ich kann das jetzt nicht sehen. Ich weiß nicht, was kommt im DAX. Ich kann es nicht hell sehen. Ne? Aber sie brauchen die. Also ich kann sie quasi jetzt nicht vorher mit den Informationen versorgen, die ich ja erst morgen sehe. Aber wenn ich Ihnen beschreiben würde, worauf ich morgen achte, dann sind das eben wirklich die Verhältnisse von Käufer und Verkäufer und die Schwäche und die Stärke. Wenn hier zu viel Stärke reinkommt, obwohl jetzt Schwäche kommen müsste, und ich würde fast sagen, Wahrscheinlichkeit 70, 80%, dass der nach unten geht. Wenn der auf so eine gute Ausgangslage nur nach oben wegrotzt, na, dann sind da viele unvorbereitet und werden halt überrumpelt. Und dann rennt der wirklich manchmal den ganzen Tag durch. Deswegen passen Sie da auf. Bis in den Pla Bereich um 12,27 ist es für mich okay. Von dort könnte ich mir vorstellen, dass es den nochmal nach unten ledert. Und zwar auch richtig nach unten ledert, sogar vielleicht mit neuen Tagestiefs nach unten ledert. Ne? Aber alles, was so boah, über 67 eigentlich schon geht, ne? Über 67, 87, da würde ich wirklich sagen, also da würde ich mir persönlich einen Long reinlegen, zur Absicherung nach oben halt, ne? Falls er dann doch noch seine ABC anspielt. Weil wenn Sie sich das auch nochmal vor Augen halten, das ist ja noch aktiv, ne? Dieser Channel, den wir hier, wo wir gesagt haben, ah, Vorsicht, zwei gleich lange Abwärtswellen. Muss man im DAX jetzt aufpassen, das hier. Ne? Vorsicht, zwei gleich lange Abwärtswellen, muss man im DAX aufpassen, wenn der das jetzt nach oben kontert, das ist jetzt die Linie hier, ne? Um die 500, genau 500, dann macht er Doppeltop, verteidigt den Kanal und wenn er sich dann nach oben dreht und hier ein höheres Hoch macht, dann geht er bis hier oben ran. Und deswegen, das soll sie nicht, bitte,
manche verstehen das immer als verunsichern, was ich mache. Was ich eigentlich möchte, ist, dass sie mit Sicherheit auf beiden Seiten traden können. Weil sie müssen flexibel sein. Es ist halt einfach so, ich war früher, als ich getradet habe, oder als ich sag mal, sehr unerfolgreich getradet habe, war ich auch immer so ganz fixiert auf eine Seite halt, ne? Und wenn die gekommen ist, war ich gut. Und wenn die nicht gekommen ist, habe ich halt das ganze Geld wieder verloren, was ich auf der anderen, was ich gewonnen habe, wenn ich richtig gelegen habe. Und da muss es ein bisschen weggehen halt, ne? Man muss schon versuchen, als Trader, gerade wenn man Intraday agiert, flexibel zu sein einfach. Ne? Wenn Schwäche kommt, na klar, dann nutzen wir die, wenn wir ihn unten raus haben wollen. Und wenn wir das geiler finden, dass er unten rausgeht und er macht die Schwäche, dann nutzen wir den und kloppen den Short um die Ohren, bis er blutet. Ja, aber wir müssen auch flexibel sein, wenn er halt unser Szenario nicht bestätigt und wenn der Markt das Gegenteil macht, weil der Markt hat immer recht. Da können wir uns hinstellen und meinen, was wir wollen. Der Markt hat immer recht, ja, und deswegen muss man sich einfach bestimmte, ich sag mal, Notfall-Ausweichszenarien festlegen, auch auf das Risiko, dass man dort vielleicht mal kurz ausgestoppt wird. Ja, aber man muss sich die Szenarien einfach festlegen, wo man sagt, okay, bis hierhin macht es Sinn, was ich haben will, und ab dort nicht mehr. Und dann ist es besser, wenn man an so einem Punkt einfach sagt, okay, ich gehe jetzt long bis hier oben, bis 13,150, ja, als dass man dann hier oben noch mit einem Short drinne sitzt, den man hier angefangen hat, der 600 Punkte im Gewinn war und dann im Minus rausfliegt. Das ist halt scheiße. Und das kann man verhindern, indem man so einfach nicht versucht, immer im großen Ganzen zu traden, sondern die kleinen Etappen. Ja, also deswegen, ich mache das nicht, um sie zu ärgern oder um sie rauszutreiben oder wie auch immer, aber man muss flexibel auf beiden Seiten sein. Weil man weiß nie, was passiert. Und auch wenn ich sage, DAX 70%, 70, 80% Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier weiter runter öffnen und mit Abwärtsgap reinkommen, ist immer noch eine Restwahrscheinlichkeit da, die hochgeht. Ja, also meine klare favorisierte Route wäre runter und dann würde ich aber unten trotzdem, ich würde shorten so lange, bis die grüne Stundenkerze drin ist und wenn die grüne Stundenkerze kräftig kommt, würde ich long suchen und im Zweifel sogar die ganze Donnerstagsstrecke nach oben nochmal zurück long traden, so lange wie er dann grüne Kerzen bringt, grüne Stundenkerzen, eine Stundenkerzen, keine 2 Stundenkerzen, ich rede von einer Stundenkerzen. Ja, okay, gut. Ich denke, damit habe ich sie gut vorbereitet. Zumindest denke ich, dass ich meine Gedankengänge gut rübergebracht habe. Hoffe, Sie haben das verstanden. Schimpfen und pöbeln können Sie natürlich gerne, wie immer. Ich freue mich da jeden Tag drüber, über die Kommentare. Gehört ja mittlerweile schon fast zum guten Umgangston. Heute durfte ich mich sogar anhören. Ich wäre auf Sonderschulniveau. Das fand ich gut. Das hat noch keiner gesagt. Also, das ist an Kreativität sehr gut gewesen, muss ich sagen. Ich weiß, bin manchmal nicht der Beste in der Rechtschreibung und meine Grammatik ist bestimmt auch nicht die allerbeste, aber ich weiß nicht, ich habe das in der Schule immer so mitgegeben. Es gab die einen Kinder, die waren gut in Sprachen und in Deutsch und in Gedichte interpretieren. Ich war halt einer von den Kollegen, der halt lieber was anderes gemacht hat im Deutschunterricht, als Gedichte zu interpretieren. Ja, mir haben Naturwissenschaften immer Spaß gemacht, technische Sachen, wie so eine technische Analyse hier, sowas, das hat mir immer Spaß gemacht, da verbrennt meine Seele. Wenn ich irgendwo einen Rechtschreibfehler drin habe, da wirklich da, das geht mir so, das geht mir einfach, das geht mir hinten raus vorbei. Und wenn das für andere Sonderschulniveau ist, ist okay, aber. Nee, gut, das fand ich auf jeden Fall sehr. Das war mal was anderes. Das habe ich sonst noch nicht gekriegt. Ja. Gut, also Freunde, wie gesagt, kommentiert, wie ihr wollt. Macht, habt euren Spaß damit. Mir ist wichtig, dass euch das hilft, was ich hier mache. Weil es macht mir Mühe, es kostet Zeit, es kostet Aufwand und ich blabber hier nicht die ganze Zeit rein, damit ihr nur Minus macht. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Es soll euch helfen. Ja, also deswegen auch mal das eine oder andere Video etwas ausführlicher, um einfach nochmal ein bisschen drumherum das zu erklären, woher es kommt. Also, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, wir uns morgen wieder. Tschüss!